Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir Sternzeichen Stier, deine Monatslegung März 2022 mit dir teilen und dir einen kleinen Einblick geben, was auf dich zukommen könnte, wie du eventuell energetisch unterwegs sein wirst. Also was ist das, was generell das Tarot für dich Monat März 2022 für dich parat hält? Stier, fokussiere dich auf dich, okay? Und lasse alle Energien raus, die dich gerade stören. Warum ist es so wichtig? Weil ich spüre schon energetisch, es geht darum, erkunde in dir, tief in dir, Stier, wovon darfst du dich befreien? Was ist das, was dich bedrückt? Was ist das, was dich nicht frei sein lässt? Was ist das, was deine Heilung verzögert? Es wird viel um das Thema Befreiung gehen, Negativität, jawohl, die Liebe, die Unentschlossenheit, ja, die Entscheidungen. Stier, ich wusste es. Wovon musst du dich befreien? Von Negativität, von Unsicherheiten, von falschem Gerede, von falschen Partnerschaften, von Dreieckskisten, ja, von Beziehungen, Partnerschaften, Situationen, die dir immer wieder versuchen werden, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber auch von deiner eigenen Negativität, ja? Zweifel. Warum zweifle ich an meiner Partnerschaft, ja? Was darf ich dafür tun, damit diese Partnerschaft wieder funktioniert? Aufpassen mit dritten Personen, die probieren, sich in deinem Leben einzumischen, aber vor allen Dingen in deiner Liebesenergie. Bist du Single? Geht es darum, dass du dich weder in eine Dreieckskiste reinkatapultieren lassen sollst, oder vielleicht bist du schon dabei, oder im März steckst du gerade in einer Dreieckskiste als Single, okay? Überlege dir, ob es wirklich das Richtige ist. Treff eine Entscheidung, nicht nur aus dem Herzen, nicht nur aus dem Kopf, sondern eine Entscheidung, die heißen sollte: Ich liebe mich so sehr, dass ich für mich die Entscheidungen treffe, auf mein Herz höre, auf meine Seele höre, auch ein bisschen auf meinen Kopf, um eine gute Verbindung, eine gute Stabilität für mich selber herzustellen, um mich zu befreien von allen Unsicherheiten, von allen Zweifeln, von allen Missverständnissen. Es geht um die Liebe, es geht um die Partnerschaften, es geht um Zerrissenheiten im Beruf vielleicht auch. Familiärer Natur, ja, aber die Hauptmessage ist, dich befreien zu dürfen von all dem, was wirklich bewusst, ja, dir nicht mehr gut tut und was unbewusst dir aufzeigen möchte, worum es geht, ja. Schau mal, wir haben, es kommt viel Bewegung in dein Spiel. Im Monat März geht es hoch und runter. Es kann sein, dass du es mit einer Person zu tun hast, die ein bisschen sehr temperamental ist. Es kann eine Person sein, muss aber nicht, ja, vom Sternzeichen. Eventuell Stier, okay, oder dass du mit deiner eigenen Stierenergie elidierst, Zwilling, Waage, Wassermann, muss aber nicht. Es kann durchaus sein, dass dieser Mensch einfach ein energischer Mensch ist, ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr temperamentaler Mensch, okay. Kann auch ein ausländischer Mensch sein, jemand, der vielleicht dunkle Haare hat, dunkle Haut hat oder vielleicht die Haare dunkel gefärbt hat, aber jemand, der dich komplett im Monat März aus der Bahn werfen wird und versuchen wird, einige Dinge in deinem Leben ein bisschen auf den Kopf zu stellen, ja? Wie sehe ich dich generell? Ich sehe dich auch mit den Messern ein bisschen gespitzt, mit ein paar konfliktiven Situationen, auch familiärer Sicht, ja? Dass du vielleicht durch diese ganzen Unzerrissenheiten, durch diese ganzen Baustellen, die sich dir aufzeigen werden, die sich aber lösen werden, ja? Auch wenn diese Legung für dich sich jetzt gerade so, oh, Alaina, bitte nein, anhört. Du hast eine Lernaufgabe, eine Meisterprüfung. Du hast generelle Situationen in deinem Leben gerade im März zu klären. Und wenn irgendeine Ebene Konfusionen auslöst, gerade die Liebesebene, gerade die Sehnsucht nach einem Partner, gerade Konflikte mit einem Herzensmenschen, kann sich das auf viele andere Bereiche natürlich auswirken. Ja? Also ich sehe dich als einen Mensch, der sehr viel Temperament haben wird. Auch Menschen, mit denen du zu tun haben wirst, wo du dich zur Wehr setzen wirst, ein paar Konflikte familiär austragen wirst, aber auch ein paar Konflikte intern, ja. Das wiederum wird dir helfen, die richtigen Wege zu finden, das richtige Erweiterungsprozess an den Tag zu legen, Konflikte, Dispute zu lösen, um zu erkennen, welche Menschen dir gut tun und wer nicht. Du hast die Möglichkeit, sobald du eine Entscheidung triffst, ja, für dich, für deine Liebe, für deine Fülle, für deinen Schutz, für deine Glückseligkeit, für deine Intelligenz und für dein Verständnis in die absolute Liebe zu kommen.
in den absoluten Erfolg. Die partnerschaftlichen Probleme. Egal, ob du dich trennst, wird es super für dich sein. Egal, ob du mit diesem Menschen nochmal eine Einigung findest und ihr euch wieder versöhnt, wird es eine gute Lösung sein. Egal, ob du als Single erstmal Single bleibst, egal, ob du finanziell, egal, was du machst, du wirst glücklich werden im Monat März, nachdem du einige Konflikte, einige Hürden, einige Herausforderungen angenommen hast. Weshalb ist das denn so wichtig? Weil Stier befindet sich in den letzten Monaten in ganz vielen Zerrissenheiten. Die Lösung all deiner Probleme ist, zu meditieren, nicht festzuhalten an Dingen aus Angst, jemanden zu verlieren, nicht festhalten an Dingen, egal welche Natur, aus Angst zu wachsen, aus Angst sich zu entfremden. Nein, dein Weg wird sein, der Realität ins Auge zu schauen, ja? Einen Absprung zu schaffen, jemanden zurückzulassen, einen Ort, eine Arbeit, eine Person, eine Glaubensrichtung, deine Moralitäten, deine Egos, okay? Eine kleine Reise zu machen, einen Ausflug zu machen, einen Tag das Handy auszuschalten, deine Ballast und deine Prägungen durch das ganze Erlebte kann sich im Monat März nochmal aufzeigen. Und dann in dem Moment, wo du sagst, yes, honey, ich lasse los, ich bin bereit, auf mich zu vertrauen, ich bin bereit, dieses Projekt, mein Leben neu anzugehen, meinen Weg zu gehen, mit Hilfe oder ohne Hilfe. Wenn du die Verbundenheit zu dir selber wieder spürst, dich selber wieder stärkst, okay? Auch wenn es hier um eine Fernbeziehung geht oder um jemanden geht, der vielleicht weiter weg ist. Auch wenn es um Enkel geht, auch wenn es um Todesfälle geht, ja. Du wirst gestärkt rauskommen. Warum? Weil du hast die Power, du hast die Leidenschaft, du hast das Feuer, du hast die Kapazität. Du bist vom Element Erde und du bist ein Stiergeborener. Egal, ob du Mann oder Frau bist, deine Spiritualität und dein Wunsch zu meditieren, ja, auch das Feuer in dir. Es gibt jemanden vom Sternzeichen Schütze, Widder und Löwe, der dich auch ein bisschen beeinflussen kann oder der dir ein bisschen helfen kann oder der aus irgendeinem Grunde oder die aus irgendeinem Grunde in deinem Leben sein wird, ja? Nutze einen Abstand, nutze eine Phase des Nachdenkens, nutze eine Energie, um in die bedingungslose Liebe zu kommen. Nutze auch die Situationen neu dir anzuschauen, um dich zu befreien, vor dir selber dich zu schützen. Und vor anderen Menschen. Deine Person, deine Energie sehe ich als eine Power-Energie, die immer den richtigen Weg finden wird. Auch wenn negative Sachen gerade überwiegend die Kontrolle über dich haben. Im Ganzen und Großen bist du eine Energie, die aktiv ist. Eine Energie, die es schafft, die Vergangenheit zu erkennen. Die Gegenwart neu zu kreieren und die Zukunft komplett fließen zu lassen. Klar haben wir hier natürlich einige Menschen, die gesundheitlich eingeschlagen oder angeschlagen sind, ja. Es geht vor allen Dingen in der Liebe um Untreue, ja. Es geht um eine vermutliche Untreue. Es geht um Geheimnisse, es geht um Lügen, die ans Licht kommen werden. Es geht aber auch darum, endlich Klarheit zu schaffen und keine Angst zu haben, ja, in einer Seelenpartnerschaft, in einer Herzenskonnektion, egal was deinem Herz betrifft, eine Einigung zu finden und ein Gespräch zu führen. Du wirst noch einmal enttäuscht werden, aber du wirst auch wieder glücklich werden, ja? Du hast Angst davor, ein Gespräch zu suchen. Du hast Angst davor, auf der Arbeit zu fragen, ob es eine Gehaltserhöhung geben wird, ja? Du hast Angst davor, in der Freundschaft vielleicht klare Verhältnisse zu machen. Oder es gibt Menschen, die haben Angst davor, dir die Wahrheit zu sagen. Es ist egal, was es ist. Es werden Geheimnisse rauskommen, die dir vielleicht wehtun werden. Ja, es kommen auch vielleicht Kündigungen, es kommen auch vielleicht gesundheitliche Einschränkungen, die aber alle darauf basieren, dass du emotional sehr angegriffen bist, ja? Die wahre Liebe, die Seelenkonnektion wird sich wieder zusammenfinden oder wird sich aufzeigen. Dieser ganze Herzschmerz braucht ein bisschen Zeit, um zu verarbeiten. Aber du wirst, egal in welcher Situation, im Monat März, ja, wieder den Weg zu dir selber finden und auch wieder das Vertrauen in die Liebe, in einen Ex-Partner, in einen aktuellen Partner oder in einen neuen Partner. Aber habe keine Angst zu lieben. Habe auch keine Angst davor, dich einer Untreue zu stellen, ja, oder einem Geheimnis zu stellen. Habe auch keine Angst davor, ein paar Tage dir Ruhe zu gönnen. Du wirst es brauchen, weil es gibt einige Konflikte intern und externer Natur, ja, die sich dir aufzeigen werden, wo du aber gestärkt rauskommen wirst. Warum?
weil du wirst Hilfe bekommen von einer Energie vom Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, die dir den richtigen Weg weisen wird. Es kann ein Arzt sein, es kann ein Familienmensch sein, es kann ein Therapeut sein, es kann eine Kartenlegung sein. Es kann jemanden sein, der dir sehr nahe steht, jemand, der schon sehr bodenreif ist, bodenständig ist, jemand, der schon sehr viel gelebt hat, ja? Auch auf der Arbeit, auch in den Finanzen wirst du Unterstützung bekommen von diesen Menschen, ja? Wenn du Single bist oder wenn du in einer Partnerschaft bist und versucht bist, in eine Beziehung reinzugehen, es kann sein, dass dieser Mensch auch wirklich verheiratet ist, dass dieser Mensch oder gerade getrennt ist, sich trennen wird, aber dass es auch um eine Patchwork-Familie geht. Also Thema Liebe, Thema Gefühle, Thema Bedürfnisse, Thema Entschlossenheiten, Thema Entscheidungen wird groß sein, Sachen zurückzulassen, wird wichtig sein, aber vor allen Dingen das Vertrauen in dich selber. Ja, zukunftsblickend nach vorne zu schreiten, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung sollte sein, alle Hindernisse anzugehen, erfolgreich zu sein. Warum? Weil wenn du das schaffst, wenn du das machst, wirst du erkennen, dass die Liebe, die in dir ist, das schönste Gut ist, was du jemals bekommen wirst. Ja, gib deinem Herzen die Zeit, eine Kündigung zu verarbeiten, eine Trennung zu verarbeiten, eine Enttäuschung zu verarbeiten, eine gesundheitliche Situation zu verarbeiten, eine finanzielle Situation zu verarbeiten und gebe dir die Zeit zu heilen, damit du auch dann wieder mit voller Kraft, mit voller Power, mit Reife, mit Intelligenz, mit nicht nur rationalem Denken, sondern mit Enthusiasmus nach vorne schreiten kannst und die Liebe willkommen heißen kannst. Seelenpartner, Herzensmenschen, neue berufliche Situationen, alles bedarf eine neue Vision, eine neue Entscheidung. Aber das Wichtigste ist, denke an dich. Okay, denke absolut an dich. Leute, ich will mal eben was gucken. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Du brauchst im März dringend eine Auszeit oder du wirst dir eine Auszeit gönnen, aus welchem Grunde auch immer. Für einige Menschen, ja, wird diese Legung eine besondere Bedeutung haben. Buchstabe B, Buchstabe M oder W, das G, das D, das J, das A und das F. Okay, für diese Menschen wird diese Legung eine besondere Bedeutung haben. Es kann auch sein, dass du einen anderen Menschen noch in deinem Leben kennenlernen wirst, der dir beruflicher Natur vor allen Dingen helfen wird. Ja, wir reden hier von einer Energie nochmal von Schütze, Widder und Löwe. Oder dass du wirklich in der Entscheidung stehst, diesen Menschen in deinem Leben zu lassen oder diesen Menschen rauszukatapultieren. Für die Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, geht zum Arzt, holt euch eine zweite Meinung. Scheut nicht davor, auch in der Familie Grenzen zu setzen. Es gibt eine Schwangerschaft, die vielleicht nicht ganz zu Ende gebracht werden wird, aus verschiedensten Gründen. Okay, aber das Hauptthema wird sein, heile dein Herz, gehe ins Vertrauen und schaue, das Leben hat dir noch so viel zu bieten. Schaue, was du schon zurückgelassen hast. Schaue, wie viel Stärke du schon hattest, wie viel du schon bewiesen hast, wie viel du schon gelernt hast. Und das Einzige, was von dir gefordert ist, ist generell alle Situationen im Monat März dir anzuschauen, aus jeder Situation zu lernen, aktiv zu werden und das Leben, die neue Version von dir, willkommen zu heißen. Weil das Leben wird dir im März sehr viel bringen, egal ob es mit Liebeskummer zu tun hat, einen Menschen zu verlassen oder auch nicht. Seelenpartner werden sich finden, Seelenpartner werden sich versöhnen. Okay, Singles, ihr werdet eure Seelenpartner treffen. Die Liebe wird siegen, egal wie alt du bist, okay. Aber vor allen Dingen die Selbstliebe, der Selbstwert, die Selbsterkenntnis. Habe keine Angst davor, nochmal Dinge zurückzulassen, sondern befreie dich von Negativität deinerseits intern und von Negativität, die um dich herum ist, damit das Leben dir absolut die Liebe schenken kann und sich dir neue Türe öffnen können. Ja? Am 1., am 2. März, am 6. März, am 5., am 7. März eventuell auch, am 25., am 27. März und am 8. März können sich verschiedenste Sachen aufzeigen. Bleibe im Vertrauen, genieße deine Freiheit, dich zu äußern, genieße die Freiheit, dich zu artikulieren, genieße die Freiheit zu reisen, genieße die Freiheit, deine Vision zu leben, aber genieße auch wirklich die Freiheit, die Träume, die sich dir aufzeigen werden, die Zeichen, die dir aufzeigen werden, zu deuten und vor allen Dingen dich zum Ausdruck zu bringen und eine klare Entscheidung zu treffen, egal wohin deine Reise dich führt. Du hast die freie Wahl, alles zu deinem Guten zu wenden, auch wenn es schmerzt, oder in der Situation festzuhaben, es noch ein bisschen hinauszuziehen und dann abzuwarten, was im Monat April passiert.
Okay? Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Passt auf euch auf und denkt dran. Gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Weil das Leben und die Liebe sind es absolut lebenswert. Eure Intuition führt euch immer zu mir, zu meinem Kanal, zu einer privaten Legung, zu einer zielorientierten Therapie. Sonntags 19 Uhr hier zu unserem Live-Chat. Okay? Und denkt dran, ihr seid das offene Tor der unendlichen Fülle und des Wohlbefindens, was nichts und niemand schließen kann. Habt keine Angst. Traut euch, alles anzugehen. Der Seelenruf ist ausgerichtet. Das Herz und die Seele wird heilen, auch wenn es konfliktiv wird. Aber am Ende, sobald du eine Entscheidung triffst, egal in welche Richtung, wirst du das wahre Glück finden, okay? Und die Welt wird dir alles das aufzeigen, was du wirklich brauchst und was du wirklich verdienst. Und was verdienst du? Liebe, Geborgenheit, Schutz, Verständnis, Selbstachtung und Befreiung von allen Toxischen, von allen Negativen. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bis dahin, bye.